Und da sind wir mal wieder mit der nächsten Runde an coolen Strecken, Locations, irgendwas, was man einfach gesehen haben sollte auf den verschiedensten Karten. Willkommen bei diesem neuen Video. Wir sind aktuell auf der ProMods unterwegs und sicherlich habt ihr oben in Norwegen oder vielmehr in Skandinavien insgesamt da schon eure Touren gedreht und habt euch die Gegend angeschaut, was alles wunderschön ist, und eigentlich ist alles sehenswert. Aber es gibt immer noch so ein paar markante Stellen, wo ich einfach der Meinung bin, das ist besonders gelungen oder das sollte man mal gesehen haben. Und hier oben, selbst wenn ihr nicht mit ProMods unterwegs seid, sondern ganz normal auf der Vanilla-Karte, habt ihr wahrscheinlich, vor allem wenn ihr irgendwas mit den Errungenschaften gemacht habt, schon mal was zu dem Scania-Werk in der Nähe von Stockholm geliefert. Und das ist so an und für sich schon mal ganz cool gemacht. Aber das Ganze hat noch so einen kleinen Twist, vor allem wenn man mit ProMods fährt. Da haben wir hier natürlich brutal den Verkehr. Wir sind vormittags. Wir fahren jetzt alle nochmal zu spät auf die Arbeit. So, also. Sonst bin ich ja hier unterwegs mit hauptsächlich mit Livestreams. Vor allem jeden Donnerstag könnt ihr gerne mal mit reinschauen. Da schauen wir uns die Welt, die Gegend, verschiedenste Karten und sonst was an. Sonst mache ich Guides, Tutorials, vor allem eben auf, wie installiere ich verschiedene Kartenmods oder baue das auch in so eine kleine Kartenkombo dann mit ein. Das sind nämlich genau die Sachen, die ich einfach nicht gefunden habe, wie ich vor ein paar Jahren mit ETS 2 angefangen habe. Und dachte mir, komm, wenn es noch keiner gemacht hat, machst du es halt mal selbst. So, und so sind wir einfach dazu gekommen. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, in einem Steam-Sale, ein Truck-Simulator für 5 Euro, das kann nichts sein. Ich hatte damals keine Ahnung davon. Ich wusste ja nicht, was mir bis dahin in Gang ist. So. Fast forward, ein paar Jahre später hänge ich hier und mache Tutorials und Videos drüber. So kann es gehen. Macht einen Heiden Spaß. Und apropos Spaß, ich kann euch nur herzlich einladen. In der Videobeschreibung hier unten ist alles entsprechend mit verlinkt. Schaut gerne mal bei uns auf dem Discord mit rein. Total geile Community. Man greift sich gegenseitig unter die Arme, tauscht sich ein bisschen aus, redet über Gott und die Welt. Eben auch nicht nur über den ETS 2 oder den ATS, einfach auch mal über alles. Also richtig coole Truppe, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ansonsten, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, lasst mir auch gerne mal einen Daumen hoch da. Da bin ich auch vollends von begeistert. Das hilft dann auch YouTube zu verstehen, dass das hier vielleicht ein bisschen was Sehenswertes ist. So, wir fahren jetzt mal Richtung Scania-Werk weiter und dann gucken wir mal, was es da sonst noch so alles gibt, wenn man mit der ProMods-Karte unterwegs ist. So, wir befinden uns im Landeanflug auf das Scania-Werk. Hier sind schon die ganzen Mitarbeiterparkplätze zu sehen. So eine schöne Links-Rechts-Kombination und dann können wir hier auch abladen. Und das sieht ja, gut, ist alles ein bisschen aufgehübscht jetzt hier im ProMods, aber es sieht alles schon verdächtig ähnlich aus zu dem, wie es schlicht und ergreifend. Na, lässt er mich noch durch? Oh, der wischt ab. Ja, komm, komm, mach mal. Vorfahrt ist ein Recht, was man sich nimmt. So. Ist halt vom ProMods alles noch ein bisschen schicker gemacht. Keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden, sieht richtig geil aus. Aber wenn ihr hier mal so gerade ausschaut, die Straße geht hier sonst in der Vanilla nicht weiter. Jetzt werden natürlich so ein paar alte Hasen sagen, die hier schon tausendmal entlang gefahren sind, ja, ich weiß, wo das hinführt, ist alles ein alter Hut. Aber es gibt jede Menge neue Leute, regelmäßig, die es eben einfach noch nicht wissen. Wir laden jetzt hier erstmal geschwind ab. Und dann fahren wir die Straße hier mal aus dem Tor. Links raus, hier muss ich abladen. Da müssen wir hier einmal so rumwenden. Jetzt verstehe ich auch. Ich war schon lange nicht mehr hier. Mann, Mann, Mann. So. Um den Kutter. Hier ist mein zugewiesener Parkplatz. Schön. Handbremse, Motor. Abladen lassen. Ja. Haben wir fein gemacht, so. Und jetzt fahren wir mal weiter. Und gucken mal, wo das Ganze hier denn noch hinführt. Wie gesagt, hier vorne raus, dann scharf links und dann ist das an für sich eine Landschaft, eine schöne Strecke. Ah, nicht zum Einbahnfahrer werden. So, die gesamte Tour hier übrigens, das ist eine ganz normale Tour, die ich gefahren bin.
so alles im Zuge meiner ganz normalen Fahrerkarriere. Die könnt ihr euch übrigens gerne bei mir auch anschauen. Das ist ein Video, was ich dann separat hochlade. Das ist dann verlinkt in dem Post auf meiner Ko-fi-Seite zu dem Video. Ko-fi ist nochmal so eine Webseite, wo sich Creator austoben können und das Ganze noch mit ein bisschen mehr Leben füllen können, wie jetzt zum Beispiel eine Fotogalerie, einen kleinen Blog und etlichen anderen Möglichkeiten. Dort findet ihr zum Beispiel auch im Shop kostenlos, wenn ihr könnt gerne was in die Kaffeekasse schmeißen, aber dort findet ihr kostenlos zum Beispiel auch ein paar Tutorials von mir, den Link dann dazu. Dort findet ihr es einfach aus meiner Sicht übersichtlicher, als wenn ihr das Ganze auf YouTube sucht. Ihr kriegt dort auch den Zugang zu meinen Mod-Sortierungen und das dann eben auch immer weiter kontinuierlich. Wenn jetzt zum Beispiel auch mal dann die 1.4.9 rauskommt oder dann weitere Versionen, werde ich dann entsprechend auch meine Mod-Sortierungen dann aktualisieren. Und ihr bekommt da eben einen kostenfreien Zugang zu einem Link, wo ihr konstant auf die, sofern ich dann weiter an dieser Version arbeite, aber dann immer einen direkten Zugang zu der Ist-Situation bekommt, wie eben meine Mods dann sortiert sind. So viel dann erstmal zu Ko-fi und da gibt es auch zu den einzelnen Videos dann entsprechende kurze Blogposts, Infos und da ist dann einfach mal ein Link dabei und da könnt ihr euch die gesamte Tour, die ich hier gefahren bin, quasi das Rohmaterial zu diesem Video auch gerne mal anschauen. So, und jetzt fahren wir hier einfach mal durch die Prärie. Das ist noch gar nicht so wirklich spektakulär, auch wenn das schön gemacht ist, aber es führt uns wohin. Und zwar zu dem ganz offiziellen Scania-Testgelände. Hier könnt ihr euch richtig geil austoben und wenn ihr das erstmal dann hier mal, der kleine Vorteil ist nämlich auch noch, hier gibt es alles, was man so noch nebenbei benötigt, wie nämlich eine Werkstatt, also somit auch einen Schnellreisepunkt und auch eine Tankstelle. Also wenn ihr euch mal hier längere Zeit austoben wollt. Und wir gucken uns mal so an, was man hier so alles treiben kann. Hier ist jetzt erstmal so, ne, hier würde es dann Käffchen zum Empfang geben. Hier könnt ihr auch dann eine Runde ratzen. Also hier ist erstmal soweit alles, was man benötigt. Wenn wir hier mal so durchfahren, da hinten ist dann auch noch die Tanke und die Werkstatt. Und ja, hier links. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier sonst noch so alles Lustiges fabrizieren können. Haben wir hier unter anderem auch den Zugang zu einem Rundkurs, den wir uns ganz entspannt einfädeln können. Und dann können wir auch mal so ein paar Sachen ausprobieren, wie sich euer Truck bei weiß der Geier was verhält. Auch mal in der Steilkurve. Man kann das Ganze auch mal hier komplett mit Auflieger mal im Hochgeschwindigkeitsrausch mal testen, ohne Verkehr, ohne dass hier irgendwas großartig passieren kann, außer ihr schmeißt das Ding dann selber aufs Dach. Aber hier ist jetzt der komplette Spielplatz aufgebaut. Aber wie gesagt, es gibt ja dann eben nicht nur den Straßenparcours, sondern hier könnt ihr dann auch richtig Spaß haben. Offroad, es wird mal schmaler, es ist richtig schön uneben und hier kann man dann mal ein bisschen üben. Immer schön ein bisschen Taschengeld mit dabei zum Reparieren, aber das macht die unheimlich fetz und man kann dann halt auch mal so ein paar Aktionen machen, ohne dass dann direkt die Ladung beschädigt wird. So, das ist auf jeden Fall das Scania Demo Center. Tobt euch aus, bis einer holt, bis die Maschine nicht mehr will, aber hier oben, da kann man einfach mal ein bisschen rumsauen. Muss ja auch mal sein. So, was gibt's noch für geile Ecken? Was muss man gesehen haben? Was gibt's noch für Easter Eggs? Wenn es euch in irgendeiner Form juckt, wenn euch da irgendwas einfällt, haut's mir in die Kommentare. Ich schaue mir gerne alles Mögliche mal an und verpacke das Ganze in ein Video. Ich will ja auch alles gesehen haben. Die 100% auf der Vanilla-Karte habe ich schon voll. Pro-Mods, keine Ahnung, ob ich das jemals schaffen werde. Aber es gibt noch andere geile Karten. Und da schauen wir auch in den nächsten Videos wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Passt auf euch auf. Tschüss.